Das Auto ist leer. Der Arkham Knight muss mit Oracle abgehauen sein. Ich sollte das Fahrzeug untersuchen. Das Auto ist einfach so von der Straße abgekommen. Warum? Der Fahrer war anscheinend nicht angeschnallt. Ich sollte die Leiche suchen. Spuren von Pfefferspray auf der rechten Gesichtshälfte des Fahrers. Oracle saß auf dem Beifahrersitz und führte den Unfall bewusst herbei. Clever. Ich sollte den Bereich prüfen, wo sie gesessen hat. Die Tür wurde beim Aufprall abgerissen. Wenn ich die Stelle finde, an der sie gelandet ist, kann ich rausfinden, was passiert ist. Sauber vom Wagen gerissen. Die Tür muss vor dem Unfall geöffnet worden sein. Oracle ist rausgekommen. Ich muss mir die Rekonstruktion ansehen. Und rausfinden, wo sie gelandet ist. Oracle ist also vor dem Unfall aus dem Wagen raus. Oracle hat hier angehalten. Jemand hat auf sie geschossen. Ich sollte die Einschlagstelle nach ballistischen Spuren scannen. Das Kaliber der Waffe stimmt mit der des Arkham Knight überein. Der Flugbahn- und Aufprallgeschwindigkeit nach war der Schütze in etwa so groß wie er. Aus dieser Distanz konnte er das Ziel nicht verfehlen. Ein Warnschuss. Ich habe etwas übersehen. Oracle wusste, dass sie nicht entkommen konnte. Aber der Unfall war Absicht. Sie muss einen Hinweis hinterlassen haben.
Lucius, Oracle hat ein Störgerät am Unfallort hinterlassen. Entschlüsseln Sie die Daten, um den Standort des Arkham Knight zu bestimmen. So etwas war eher Miss Gordons Spezialität. Ich sehe, was ich tun kann, aber das wird etwas dauern. Ich treffe Sie im Wayne Tower, wenn Sie soweit sind. Alfred, ich brauche ein Update zu Gothams Fahndungsliste. Einen Moment, Sir. Gut, diese beiden hier sind neu. Ein Vermummter wurde auf einem Dach in der Grand Avenue gesichtet. Er steht neben einem brennenden Bat-Symbol. Es wäre gut zu wissen, was dieser Eindringling ist. Freund oder Feind? Es gibt auch Berichte über einen Brand in der Feuerwache von Bristol. War wohl Brandstiftung, Sir. Der Strom wurde nämlich gekappt, sodass die Sprinkleranlage ausfiel. Sie sollten das überprüfen. Jemand hat die Feuerwache in Bristol in Brand gesetzt. Ich muss das Feuer löschen und herausfinden, wer dahinter steht. Ich bin weg. Hab ihn verloren. Finden ihn. Sofort. Drone offline. Penitence Bridge. Fang ihn, Mann! Zerstört. Die Stromversorgung zur Feuerlöschanlage wurde unterbrochen. Ich muss sie wieder in Gang setzen, um den Brand zu bekämpfen. Ich sollte den Bereich absichern, bevor ich die Sprinkleranlage aktiviere. Pyromanen schon begegnet. Firefly. Es scheint, Scarecrow hat jedermann mitgeteilt, dass Gotham heute Nacht wehrlos ist. Er ist gefährlich, Alfred. Such nach weiteren Bränden.
Raketen ausgeschaltet. Ich erhalte Berichte von Opernmusik in Kingston, Sir. Das ist die Signatur des Killers. Es könnte die gesuchte Spur sein. Alfred, wir können ein drittes Opfer auf die Liste setzen. Diese Sache nimmt grausige Züge an, Sir. Es erinnert mich an eine Reihe von Morden zu Beginn Ihrer Karriere. Wenn ich mich nicht irre, war es Halloween und es wurde eine wahrlich lange Nacht. Ich versuche, die Leiche zu identifizieren. Eine Besonderheit auf der Brust des Opfers. Sieht nach einem markanten Muttermal aus. Die Kugel steckt tief im Oberarm fest. Diese Art von Munition wird vorwiegend aus Jagdgewehren abgefeuert, die seit Jahrzehnten nicht mehr hergestellt werden. Am linken Fuß fehlen einige Zehen. Die Stelle der Amputation weist auf eine Entfernung von totem Gewebe nach Erfrierungen hin. Alfred, das Opfer heißt Robert Kincaid. Er war ein Mikrobiologe von Stagg Enterprises. Viele dachten, die Schießerei stünde in Verbindung mit Kincaids Wissen über kontroverse Forschungen, aber das stimmte nicht. Er nahm einen Lehrauftrag in Atlanta an und dort wurde er als vermisst gemeldet. Jetzt sind es drei Opfer. Sie alle wurden an verschiedenen Orten im Land entführt. Such weiter nach einer möglichen Verbindung, Alfred. Sie haben recht. Die Botschaften bei den Leichen lassen vermuten, dass der Mörder Größeres vorhat. So als ob diese Opfer nicht gut genug für seine Pläne waren. Glauben Sie, es gab noch mehr Opfer? Ja, und ich weiß nicht, was er mit ihnen vorhat. Zentrale, bitte kommen. Randalierer befinden sich auf Mirgani Island. Tage 5, Ende. Vergiss nicht, dass wir Pinguin später treffen. Er hat was Besonderes geplant. Batman dreht durch. Er fährt in einem Panzer rum und knallt Leute ab. Ganz ruhig. Batman tötet niemanden. Die Panzer, die Jungs des Arkham Knight benutzen, sind unbemannt. Okay. Hab mir kurz schon Sorgen gemacht. Wow. Die Fledermaus! Schnell, es könnten noch mehr unterwegs sein. Mein Gott, was du gerade gemacht hast, habe ich ja noch nie gesehen. Alles okay, Lieutenant. Es ist vorbei. Ich hab's versucht. Ich wollte helfen, war aber nicht stark genug. Es ist nicht Ihre Schuld. Wenn uns bedroht des Feuers Wut, verleihe mir Kraft und Mut. Das sind nicht nur Worte, das ist unser Leitsatz. Finde die anderen, bitte.
Warten Sie hier. Ein Polizist bringt Sie in Sicherheit. Diese gequälte Kreatur war mal ein Mensch. Dr. Kirk Langstrom. Vielleicht erfahre ich in seinem Labor, was diese Verwandlung ausgelöst hat. Vorsicht, Sir. Die Kreatur könnte sich in ihrer vertrauten Umgebung verbergen. Ich bin so stolz auf dich, Schatz. Leg los!
Sag, was du getan hast. Hallo, Ben. Nein, das ist furchtbar. Nein, Rose, sei einfach du selbst. Okay. Das genetische Resplicing war ein Erfolg. Die rekombinanten Moleküle... Schatz, du machst es schon wieder. Versuch's mal verständlicher. Ja, natürlich. Entschuldige. Also, wir haben die DNA von Desmodus Rotundus, ich meine, der Vampirfledermaus, mit der des Menschen kombiniert. Dieser Durchbruch könnte, wird, Gehörlosigkeit für immer heilen und verhindern. Wie war das? Perfekt, Schatz. Hast du das drauf, Schatz? Glaub schon. Ist das rote Licht an? Stolz auf dich, Schatz. Leg los. Sag, was du getan hast. Hallo, Ben. Da ist ein Computer. Vielleicht enthält er ein paar Antworten. Sei einfach du selbst. Okay. Das genetische Resplicing war ein Erfolg. Die rekombinanten Moleküle... Schatz, du machst es schon wieder. Versuch's mal verständlicher. Ja, natürlich. Entschuldige. Also, wir haben die DNA von Desmodus Rotundus, ich meine, der Vampirfledermaus, mit der des Menschen kombiniert. Dieser Durchbruch könnte, wird, Gehörlosigkeit für immer heilen und... Auf dem Computer ist Dr. Langstroms Forschungsmaterial gespeichert. Er hat seine DNA mit der einer Vampir-Fledermaus gekreuzt? Das konnte nicht gut gehen. Wenn ich seine Dateien durchsuche, kann ich vielleicht ein Mittel gegen seine Verwandlung herstellen. Ich muss die Man-Bat-Signatur isolieren und aus Langstroms DNA entfernen. Das war's. Ich habe eine saubere DNA-Probe hergestellt. Jetzt muss er nur noch seine Medikamente nehmen. Alfred, ich habe das Heilmittel aus Langstroms Labor. Jetzt muss ich nur noch ihn finden. Wo könnte er sich verstecken? Er weiß nicht, was er tut. Er könnte überall sein. Niemand kennt diese Stadt so gut wie Sie, Master Bruce. Sie finden ihn. Stolz auf dich, Schatz. Leg los. Sag, was du getan hast. Hallo, Ben. Nein, das ist furchtbar. Stumpfe Gewalteinwirkung am Kopf. Langstrom wusste nicht, was er tat. Das genetische Resplicing war ein Erfolg. Die rekombinanten Moleküle... Schatz, du machst es schon wieder.
Versuch's mal verständlicher. Ja, natürlich. Entschuldige. Also, wir haben die DNA von des Modus Rotundas, ich meine, der Vampirfledermaus, mit der des Menschen kombiniert. Dieser Durchbruch könnte, wird, Gehörlosigkeit für immer heilen und verhindern. Wie war das? Seine Frau, deine Eltern. Warum haben dich tote Verwandte in einen riesigen Fluglager verwandelt? Die Fledermauskreatur versteckt sich. Wenn sie hervorkommt, bin ich bereit. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Firefly zuschlägt. Der Rauch wird mich direkt zu ihm führen. Der Arkham Knight? Ich war in Arkham City und habe noch nie von dem gehört. Die Versorgung zur Feuerlöschanlage wurde unterbrochen. Ich muss sie wieder in Gang setzen, um den Brand zu bekämpfen. Du wanderst wieder in den Knast, Lent. Scarecrow versprach mir Gotham! Als Zunder für meine Flamme. Gehe zum Licht! Thank you.
Noch eine Begegnung mit Firefly? Wie beim letzten Mal. Er greift die Feuerwachen an. Er fühlt sich wohl persönlich angegriffen. Pass auf die anderen Wachen auf, Alfred. Sag mir, wann er angreift.